Ich hab doch gedrückt, Mann. So. Jo, passt. So. Der ist eigentlich ziemlich einfach. Die sind eigentlich alle ziemlich einfach. Jetzt! Oh, jetzt! Sehr schön. Fertig. Und Energie sieht gut aus. Ja, voll. Mhm. Jetzt kommen wir da oben bei dem Heini nochmal vorbei. Ja. Der sieht auch so komisch aus, ich weiß nicht. Ich mag dich auch nicht. Boah, ich will fast nie. Oh, ja. Komm, gegessen. Bist du dann sofort tot? Ja. Oh, scheiße. Und der sieht so kacke aus. Lass mich in Ruhe. Der ist hässlich. Er ist hässlich. Ja, ist er. So. So. Kriegt er auf die Fresse. Genau. Du Penner. Ja, genau. Ach, genau. Unter Durchrutsch ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Oh, kann der mal mit seiner Anzieherei da aufhören? Guck mal, bis jetzt macht er nicht mal was. Das finde ich schon mal cool. Jetzt macht er hier. Oh, das ist so eine Angsthasentaktik, ne? Er kann halt nichts. Das ist ein Lappen. Ja. Oh, das ist. Das sieht doch ein bisschen aus, als hätte er Blähungen. So ein Geräusch fehlt er eigentlich noch bei. Er macht leider kein Geräusch. Das ist so. Übelste Kacktaktik, die er hat, ne? Ja, aber solange er nur das hier macht, ist ja in Ordnung. Dann kriegst du auf jeden Fall. Jetzt macht er das hier. Ja, aber die wandern ja auch nicht weiter, das ist das Gute. Die fallen ja einfach nur runter und das war's. Also sein Muster ist ziemlich easy eigentlich. Sei denn, er wird gleich noch irgendwie böser. Weiß ich nicht. Aber wow. Jawohl, jetzt hast du schon mehr Energie. Komm, den packst du. Dann hast du schon 4 Stück. Das Blöde ist halt, dass er mir mehr Energie abzieht als ich ihm. Naja. Aber das, da brauchst du ihn nur noch einmal gleich richtig treffen. Oh Gott. Dieses Geräusch! Ja, ich bin unter Schock, Entschuldigung. Das klang gerade so ein bisschen wie so ein krebskranker Dinosaurier. Ja! Ah! Jetzt erstmal einen Schluck Bier. Jo, ich trinke auch einen Schluck hier. Fein. Herr Scoutmob. McMahon! Ich glaube, ich mach die alle. Ich glaube, ich mache die alle in einer total falschen Reihenfolge, ey. Da macht ja nix, aber es klappt. Magnet Missile. Oh. Das könnte man sich jetzt auch noch aufschreiben. Das könnte ich, das mache ich auch. Moment. Also, wir haben. Achso, das ist das gleiche wie vorhin, nur dass wir jetzt noch das F dazu haben, okay. F5 Pink. So. Ja, okay. Gut. Haben wir. Ich hoffe, ich steige überhaupt durch, was ich hier aufgeschrieben habe. Ja, doch, das klappt schon. So, Sparkman hatten wir schon, ne? Nee, hatten wir gar nicht. Die können wir doch gar nicht gehabt haben. Warum? Achso, ja, weil er schon noch da ist. Ja, aber wir waren ja auch schon bei Gemini Man im Level drin. Ja, du kannst auch Needle Man. Ja, das nehme ich jetzt, glaube ich, auch. Jo. Ey, jo. Aber ich glaube, ich lasse mich erstmal töten. Wie viel Leben hast du noch? Das muss ich jetzt nachgucken. 1. Man startet aber normalerweise mit 2. Naja. Ist das eine Art Igel? Ja. Der sich auch rollen kann. Oh, hier gibt es ja auch so viele Sachen, wo man sich. Mach mich. Guck, wenn man sterben will, dann stirbt man nicht.
Haben wir hier nicht irgendwo mal... Mann, ich will sterben! Dankeschön. Die ziehen ganz gut ab, die Kanonen. Aber es sind ja halt auch so kleine Pupsbällchen, die da rauskommen. Pupsbällchen? Mach mich tot! Mach mich tot, mach mich tot! Komm her! Er will nicht. Nochmal. Dankeschön. Oh Mann. Das ist auch irgendwie voll das futuristische Level. Ach. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Leveln. Nein, aber es sieht so, so voll futuristisch aus. Mit, also es sieht so aus, als ob das Grüne irgendwie so Gebäude sind mit Glaswänden. Okay. Ja gut, ja doch, kann man so sehen. Der Kopf ist eher wie von so einem Adler. Also von den Igeln. Das klingt so falsch irgendwie. Ach, lass ich mich noch von diesem Ding da treffen, ey. So, pass auf, jetzt die Kanonen, da musst du... Ach so, die halten ja gar nichts aus. Alles Lappen. Wow! Sieht aus wie so Kaugummikugeln aus dem Kaugummiautomaten hier. Komm mal auf das Ding. Ein Mietur. Und das da unten ist kein Knopf, den man betätigen kann. Dieses Ding. Aha. Sondern das ist ein großer Mietool. Das ist dieses Kreuz, was die auf der Stirn, also auf dem Helm haben. Aha. Okay. Ja, wenn du das sagst, glaube ich. Also ich denke mal, dass es das ist. Weil man sieht die später auch noch. Mhm. Ah, die gibt's auch noch in größer. Ja. Oh! Was denn? Das ist unfair. Die sind zu zweit und ich bin allein. Ja, das ist natürlich... Na gut, ich bin auch noch da, aber ich kann nicht mit dir helfen. Leider. Ja, ich würde das ja auch gerne mal versuchen, so ist das nicht. Dann komm rüber. Och. Ja, es wird ein bisschen schwierig, mal eben vorbeizukommen. Dann wäre ich mit Sicherheit zu spät gewesen heute Abend. Das hätte ich nicht mehr geschafft. Okay. Das war der falsche Zeitpunkt, aber du hast noch Energie. Ein bisschen. Da oben ist was Schönes. Du scheiß Igel! Ui. Ich muss unbedingt den Energie... Wie komme ich denn da dran? Ja, frage mich auch gerade. Der Hund? Der Hund. Aber dafür musst du den Igel töten. Das schaffst du auch, glaube ich, nicht so schnell. Ich krieg den Igel jetzt nicht mehr tot. Weil der tötet mich direkt, wenn ich nach unten komme. Ja, dann musst du, falls du gleich sterben solltest, kannst du ihn ja nochmal dann in Angriff nehmen. Also nicht den Igel, sondern den Container. Oder beides. Das sieht gerade so ein bisschen nach Masten aus und Segel. Also kaputte Segel. Ein futuristisches Segelschiff. Yippie! Einfach weg. Wunderbar drunter durchgekommen. Und da ist auch schon der Boss. Aber ja gut, wir haben zwei Leben. Das schaffst du jetzt bestimmt. Ja, aber das machst du jetzt mit dem Rest Energie noch. Yo! Okay. Ich nehme mal Hardman. Was macht der eigentlich genau? Achso, diesen da. Okay, Hardman. Ja, hat viel gebracht. Er hat mich getötet. Mhm, bisschen. Okay. Ich glaube, du solltest nicht Hardman nehmen. Das ist eine ganz gute Idee. Magnetman! Ja, das ist eine weise Entscheidung. Magnetman vielleicht. Ja, das ist jetzt nicht so die Burner-Attacke. Aber es zieht was ab. Ja,
Ja, ach, nimm die ruhig. Also wenn er dich nicht groß trifft. Ich hab nicht mehr viel, jetzt ist leer. Was ist denn mit Snake? Kann Snake! Wo war denn Snake nochmal? Da ist Snake. Ja, das ist schön, dass die Teile nicht mal treffen. Oh, war Wahnsinnsabzug gerade. Das geht. Das, ja. Ah, ich weiß nicht. Was zieht denn der normale Schuss ab? Ich möchte da jetzt ungern nachgucken. Kannst du mal irgendwo anders hingehen, Mann? Er hat mich getötet. Ja, das habe ich mitbekommen. Aber danke, dass du es mir gesagt hast. Okay. Ja, und du? Was bleibt noch? Hart funktioniert ja nicht. Dann haben wir noch den dummen Bekreiselmann und das war's dann auch. Und den Mega Man. Ja, dann nehmen wir den Mega Man. Ja. Letzte Leben, ey. Kann ich ausrasten. Kann ich ausrasten? Zieht eigentlich fast genauso viel ab wie Mega Man. Nein, wie Snake, nur dass er halt besser treffen kann. So. Ich merke schon, du bist wahnsinnig konzentriert gerade. Wow! Eieieiei. Ne, das gibt wieder nichts. Das darfst du nicht sagen. Du wolltest gerade sagen, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann wurdest du getroffen. Warum ist er denn jetzt gesprungen? Das ist, weil man das Rutschen auf A legt, wo man springt. Ja. Wer programmiert sowas? Ja. Ja, was meinst du? Nochmal oder lieber nicht? Geh mal zu Sparkman und guck mal, wie das so aussieht da. Das ist eine gute... Nein, nicht continue! Na gut. Hast dich überreden lassen. Das Spiel hat mich überredet. Gut. Die habe mich geschlagen. Adler-Igel. Also im Prinzip Igel-Igel. Okay, dann war's, ja, egal. So, machen wir mal weiter. Ich glaube, der erste Teil war einfacher. Ach doch, jetzt. Ah, die hast du ja vorhin auch schon gesagt. Das stimmt. Also irgendwann werde ich die Reihe auch mal spielen. Da freue ich mich schon drauf. Aber erst mal privat. Aber erst mal muss ich mir die irgendwo kaufen. Vielleicht kriege ich ja dieses Jahr auf dem Flohmarkt ein paar Schnäppchen. Ich hoffe. Oder wenn ich mir die kompletten Boxen hole, dann kannst du ja meine Cartridges haben. Das wäre natürlich auch geil. Also jetzt nicht für 0 Euro oder so, aber... Ja, das verlange ich auch nicht. Nein, keine Sorge. Weil wie du siehst, die funktionieren ja. Ja, doch. Oh! Stöhn! Das klingt immer so verzweifelt. Ja, es ist auch verzweifelt. Oh, ich vergesse jedes Mal dieses Ding, was da rauskommt. Ja. Yeah. Was war das für ein Ja gerade? Das klang so merkwürdig, der Satz. Das war fast ein bisschen zu früh. Joa. Joa, jetzt ein Igel töten. Ach ja, wir brauchen... Ach so, ja doch. Richtig. Oder? Ja gut, wenn er dich jetzt in Ruhe lässt, ich weiß es ja nicht, kannst du das... Ich spring da jetzt einfach hin. Oh oh. Jetzt! Okay, du hast ihn. Du hast ihn! So. Das könnte auf jeden Fall helfen. Mhm. Du hast noch alle Leben. Es wäre jetzt noch schön, wenn ich wieder meine Energie ein bisschen auffüllen könnte. Das wäre durchaus komfortabel. Mhm.